Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Wie im vorgestrigen Video schon erzählt, gibt es am 21., sprich gestern war der 21., zwei Ingame-Teaser, beziehungsweise sollte es einen Ingame-Teaser im Spiel geben. Gestern sind zwei Spots aufgetaucht im Spiel, die Aufschluss oder einen Hinweis auf Season 4 geben. Beiden Spots oder beiden Elementen, die ich euch jetzt zeige, ist sehr viel Interpretationsraum gelassen. Ich möchte meine Interpretation der beiden Spots mal loswerden. Das sind Sachen, die ich mir jetzt im Kopf zusammengesponnen habe, die ich nirgendwo erlesen habe, sondern reine Vermutungen. Und ich finde, mit den Vermutungen könnte man gar nicht so schlecht liegen. Ich zeige euch jetzt mal den ersten Spot. Das ist ein fester Spot. Der andere Spot ist am Himmel zu sehen. Wenn ihr hier landet, seht ihr ja jetzt gleich, näher ich mich einem, ich nenne es einfach mal schwarzes Loch. Das ist seit gestern Abend offen. Quasi haben die diesen Deckel verschoben oder dieses Gitter verschoben. Ich vermute dahinter, ihr habt schon gesehen, in dieses Loch kann man nicht reinfallen. Ich habe es gerade mit dem Grappling Hook versucht irgendwie anzuhitten, anzugrabbeln, wie auch immer. Man kann nicht reinfallen. Und ich vermute dahinter so eine Art Kanalisationssystem. Und der ein oder andere, der vielleicht vorgestern das Video gesehen hat, wo ich über Season 4, die Leaks und den Revenant noch ein bisschen genauer gesprochen habe, ich blende euch einfach mal etwas aus dem Video nochmal ein. Und zwar sind das diese Pings hier. Das sind Voice Lines und der Revenant pingt da drei verschiedene Monsterarten an. Einmal das zweite, das ist ein Spectre-Monster. Ich weiß nicht, wie die Monster aussehen. Lediglich bei dem dritten, das ist ein Prowler, nicht zu verwechseln mit der Waffe. Das ist so ein tigerartiges Monster, Wesen, Alien, wie auch immer. Was ist aus Titanfall, was in Titanfall schon zu sehen ist, und der Goliath. So, und ich könnte mir jetzt vorstellen, dadurch, dass ich, also ich zumindest denke, dass das vielleicht so eine Art Kanalisation sein wird, wo vielleicht so ein Prowler rauskraucht, vielleicht so ein bisschen eine kleine Invasion auf dieser Map startet. Das ist meine Vermutung. Deswegen bitte ich euch natürlich wie immer, wie in vielen Videos, lasst euch doch einfach mal in den Kommentaren aus, was interpretiert ihr in dieses Loch hinein? Sehr viel Interpretationsmöglichkeit. Ich zeige euch jetzt mal den zweiten Spot. Den finde ich weitaus interessanter. Den muss man aber auch erstmal entdecken, weil ich gucke nicht die ganze Zeit auf der Map in den Himmel. Und zwar rate ich euch, besorgt euch mal eine Sniper mit einem mindest 6-fach Scope oder höher. Ihr seht es gerade, ich habe gerade mit einer Friedensstifte hochgeguckt, da seht ihr nur ein Licht. Wenn ihr jetzt aber ein 6-fach Scope drauf habt, seht ihr drei tolle Lichter, die sich an einer Position, also die schweben an einer Position und bewegen sich nicht. Ich vermute dahinter ein Raumschiff. Was soll es auch anderes sein? Es bewegt sich ja nicht. Ich vermute vielleicht irgendeine Alienrasse oder irgendwelche Feinde dahinter, wie schon mit den Pings, die ich euch gerade gezeigt habe, dahinter. Vielleicht ist irgendeiner dieser drei Monster oder einer dieser Rassen irgendeine intelligente Rasse, die, keine Ahnung, vielleicht die Map mit irgendwie einnehmen will und das wird dann so eine Art PvE-Geschichte. Das ist zumindest eine Interpretationssache von mir. Deswegen lasst euch in den Kommentaren einfach mal aus. Und ich vermute auch, ich mache das jetzt hier alles mal wieder weg, ich vermute auch dahinter, denn morgen, wer das Video von vorgestern genauer betrachtet oder zugehört hat, der weiß, morgen am 23. gibt es die nächsten Ingame-Teaser. Ich denke, dass die Lichter der Karte noch deutlich näher kommen und wir ein bisschen mehr davon sehen, was es eigentlich sein soll. Vielleicht auch bei diesem Kanalisationsloch, dass da schon irgendwas mehr zu sehen ist. Erinnert euch an Season 1 war es, glaube ich. Ende von Season 1 haben sich die Leviathane auf einmal dem Kings Canyon genähert und sind kurz vor Stopp von Season 2 haben die sich wieder ein bisschen entfernt. Und so denke ich, dass das so eine Art Ingame-Teaser ist mit den Lichtern, dass das Raumschiff in Anführungszeichen sich der Karte nähert und man vielleicht noch ein Stück mehr sieht. Mehr dazu versuche ich natürlich euch morgen näher zu bringen. Lasst euch wie gesagt in den Kommentaren aus, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr keine weiteren Informationsvideos, Tipps und Tricks und Leistungen von mir verpassen wollt. Das war's von mir. Zieht euch die Spots selber mal rein, macht euch selber ein Bild. Das war's von mir. Adieu, ciao.